Angola sollen die Räder wieder rollen. Dann, so hoffen die Menschen, wird es im ganzen Land vorangehen. Während des jahrzehntelangen Bürgerkriegs wurde die Benguela-Bahn fast völlig zerstört. Jetzt wird die Bahnstrecke wieder aufgebaut und soll auch in die entlegensten Ecken des Landes den Aufschwung bringen. Nach 20 Minuten erster Halt in Katumbela, einem Umsteigebahnhof. Der Zug fährt nur dreimal wöchentlich. Dementsprechend groß ist der Andrang. Morgens um 5.30 Uhr ist die Benguela-Bahn in Lobito losgefahren. Geht alles gut, wird sie 5 Stunden später in Kubal, einer kleinen Stadt im Hochland, ankommen. Vitorino Canjolomba ist Lehrling. Er will Lokführer werden. Seine 2-jährige Ausbildung hat er fast abgeschlossen. Für mich ist die Eisenbahn eine Familientradition. Mein Vater hat 43 Jahre bei der Benguela-Bahn gearbeitet. Das hat er mir erzählt. Er wollte, dass ich die Gelegenheit nutze und auch bei der Bahn einsteige. Vor Kriegsbeginn war die Benguela-Bahn einer der größten Arbeitgeber hier in Uambo. Und so soll es auch wieder werden. In 1903 war mit dem Bau der Bahnlinie begonnen worden. Sie führte von der Atlantikküste 1300 Kilometer bis zur Grenze der Demokratischen Republik Kongo. Von dort gab es Zugverbindungen bis nach Dar es Salaam in Tansania und somit zum Indischen Ozean. Während des Krieges wurde die gesamte Bahnstrecke zerstört oder vermint. Bis heute sind 2 Teilstrecken fertig zur Wiedernutzung. Eine verläuft etwa 25 Kilometer von Lobito nach Benguela, die andere 190 Kilometer von Lobito nach Kubal. Die Fahrt von Lobito nach Kubal kostet 500 Kwanza. Das sind etwa 4,50 Euro. Viele können sich das nicht leisten und reisen in der 3. Klasse, dem Güterabteil. Ein Halt auf freier Strecke bedeutet meist nichts Gutes. Die Lokomotiven sind alt. Die meisten stammen aus den 1970er Jahren. Inspektor Kamundongo, der die beiden Lehrlinge betreut, will Hilfe rufen. Doch im Tal ist schlechter Empfang. Im schlimmsten Fall muss ein Ersatzzug aus Lobito die Reisenden auf der eingleisigen Strecke wieder zurückbringen. Das kann Stunden dauern. Konzentriert begeben sich Vitorino und sein Mitlehrling Seka auf Fehlersuche. Dass der Motor dermaßen überhitzt, ist noch nie passiert. Der Öldruck ist gestiegen. Geschafft. Die Reise geht weiter. 1,5 Stunden haben Fehlersuche und Reparatur gedauert. Mit 35 Kilometern pro Stunde quält sich die alte Lok ihren Weg hinauf ins Hochland. Die meisten Reisenden nehmen die Verspätung mit Gelassenheit. Einfahrt Kubal. 7 Stunden hat der Zug heute für die 190 Kilometer lange Strecke gebraucht.
Eine Stunde hat der Zug in Kubal Aufenthalt. Dann fährt er wieder zurück nach Lobito. In dieser Zeit wird rangiert. Die Lok muss an das andere Ende des Zuges gefahren werden. Seit Kriegsende erhalten viele chinesische Staatsfirmen den Zuschlag für zentrale Aufbauprojekte des Landes. Die Investoren aus dem Reich der Mitte errichten in Angola für 16 Milliarden Dollar ein riesiges Infrastrukturnetz. Doch nicht viele Angolaner finden hier Arbeit. Der Hafen von Lobito, eine Ölraffinerie und sämtliche Eisenbahnstrecken des Landes werden von chinesischen Arbeitern rekonstruiert. Dazu gehört auch die Benguela-Bahn. Seit 2002 hat China bis zu 450 Millionen Dollar investiert. Angola zahlt mit Öl. Die Rückreise kann beginnen. Zug 662 in Kubal zur Abfahrt bereit. Jetzt ist Vitorino an der Reihe, die Lok zu führen. Um einen Abschluss als Lokführer zu bekommen, muss er viele tausend Kilometer unter Aufsicht gefahren sein. Da es insgesamt 6 Lehrlinge gibt und die Bahn nur 3-mal in der Woche verkehrt, dauert es lange, bis er die geforderte Praxiserfahrung gesammelt hat. Vor 100 Jahren brachte die Bahn für die Bauern im Hochland einen ungeheuren Aufschwung. Ihre Produkte wurden per Zug aus den Bergen an die Küste nach Lobito gebracht und dann in alle Welt verschifft. Bis es wieder so weit ist, wird noch viel Zeit vergehen.